MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zurück zum OMSI 2. Heute wieder in Aachen und heute mal am Bushof. Und zwar stelle ich einen neuen Fahrplan ein. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal die Linie 73 erwische. Und da finde ich sie auch schon. Und zwar muss ich jetzt mal schauen. Anfang Uniklinik Pause. Ende Bahnhof Rote Erde. Das ist natürlich doof. Da muss ich nämlich in Uniklinik Pause anfangen. Und das bin ich ja gerade nicht wirklich. Ich stehe nämlich jetzt am Bushof. Ich meine, ich kann auch am Bushof anfangen, ne? Bushaltestelle. Wir starten einfach am Hansemannplatz. Ist einfacher für uns. 12.26 Uhr. So. Okay. Alles funktioniert. Gut. So. Aha. So, jetzt will er angehen. Wunderbar. Wir machen ein ganz normales Tagfahrlicht, dann ist ja total hell. Ich mache trotzdem die Innenbeleuchtung komplett an, weil es doch angenehmer ist, mit Beleuchtung zu fahren. Jetzt melden wir uns ganz kurz an. Wir fahren übrigens wieder den Doppelgelenkbus. Weil ich ehrlich bin, ich finde es total cool. Die Umlaufnummer war, weiß ich gar nicht, fuck. Habe ich mir natürlich nicht gemerkt, Moment. Ja, möchte ich beenden. Ich glaube, es war... Ah, Moment mal. Nee, warte. Nee, hier stimmt was nicht. Da haben wir es doch. Hansemannplatz ist erste Halt, genau. Umlauf Nummer 3 ist das jetzt. Genau. Sehr schön. Stimmt das jetzt? 73 Aachen Bahnhof Rote Erde, das stimmt. Wunderbar, dann würde ich sagen, nehme ich die Handbremse raus und fahre mal los. Und zwar fahre ich jetzt hier rechts. Man darf da zwar nicht rein, aber ich muss. Weil sonst haben wir leider gar keine Wendemöglichkeit mit so einem langen Bus jetzt. So gesehen muss ich leider einen kleinen Umweg fahren, dass wir auch zum Hansemannplatz kommen. Ah, das macht erstmal nichts, von daher. So. Hier leckt es ein bisschen, aber ist auch erstmal nicht so schlimm. Somit sehen wir dann auch mal die anderen Fleckchen der Umgebung hier. Ich finde dieses DLC ist der Hammer. Dieser Doppelgelenkbus. Das ist echt sehr gut gemacht. Schon wieder kein Wort? Okay. Ja gut, dann halt nicht. 22 Minuten Zeit. Dann machen wir mal 24. Zack. 2 Minuten Zeit. Sehr gut. Dann warten wir noch ein bisschen. Haben wir ein bisschen Zeit über. Und dann können wir losdüsen. Ich
Ich lasse die Türen mal offen, vielleicht will noch irgendeiner mitfahren. Die Anzeige ist übrigens total cool. Man sieht halt immer, wann der Bus kommt. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Wenn sie dann nicht ausfällt, also manchmal ist sie definitiv ganz aus, dann war es das so gesehen. Aber manchmal funktioniert sie wirklich ohne Probleme. Selten, aber sie funktioniert, so gesehen. So, ich hatte euch ja gefragt im letzten Part, was für ein Wetter ihr haben wollt und so. Und, wie heißt es? Es ist komisch, dass ich immer noch keine Geräusche habe. Ich habe jetzt maximale Soundanzahl auf 446. Ich hatte sie eben auch auf 500. Und es passiert einfach nichts. Ich kriege keinen Sound von den Leuten mehr rein. Ist ganz komisch. Ist aber auch erstmal komplett egal. So, ein Minütchen haben wir noch. Wir warten, bis da bitte losfahren steht. Dann fahren wir auch erst los. Jetzt würde mich natürlich freuen, wenn ihr mehr um sie zwei sehen wollt, dass ihr dem Video vielleicht einen Daumen hoch gibt und einen Kommentar da lässt. Soll mal die Fenster aufmachen. Ich habe leicht gefuchst. Nicht, dass es gleich hier drin anfängt zu stinken. Ah, die kann man dann manuell auch aufmachen. Das ist natürlich cool. So, ein paar Minütchen haben wir noch. Der ist wohl laut, ne? Aber schön. Gut gemacht ist er, definitiv. Brille ist überholt. Ah, okay. Gut. Ist doch schön, dass die Brille überholt ist. So. 000. Und gleich kommt dann bitte abfahren. Dann drücken wir drauf und fahren los. Es müsste auch hier geben. Bin mir aber gerade nicht sicher. Nein, gibt's hier nicht. Also von daher losfahren. Vor allen Dingen, so sollte das hier im Übrigen aussehen, ne? Eine separate Busspur und alles funktioniert nicht. Funktioniert vorne und hinten nicht. So, nächster Halt ist der Kaiserplatz. Falls ihr Sound haben solltet, freut euch, ich höre niemanden. Ist ganz komisch. Das habe ich aber auch nur, wenn ich das neue Headset benutze. Mit dem alten Headset hatte ich da keine Probleme. Boah, fällt der Scheiße. So, wunderbar. Super, der eine Fahrgast, den wir hatten, der steigt auch noch aus. Ist natürlich dann ganz toll für uns. Sie möchten nicht mitfahren, okay, gut. Auf geht's. Der Blitzer fehlt. Hier vorne an der Straße steht normalerweise ein Blitzer, der ist auch nicht da. Schade. Woff ist hier definitiv nicht mehr. Hier links ist ein Erotik-Store, wo nur die roten Scheiben sind. Im Gesamten sieht das alles hier ein bisschen stimmiger aus. Ich weiß nicht, es sieht alles so trostlos aus. Nächster Halt ist im Übrigen die Scheibenstraße. Steffens Schenke ist, glaube ich, auch nicht mehr da. Multimedia Aachen dürfte noch da sein. Der Essener Market, türkischer Supermarkt. Wir haben hier auf der Straße auch so einen Laden für Afrikaner, wo die sich die Haare flechten können und alles. Den Chinesen und. Also hier auf der Straße ist sehr viel. Prozento ist, glaube ich, immer noch da, wenn ich mich nicht irre. Hallo. Guten Tag zusammen.
Nächster Halt ist, Moment, lasst mich nicht lügen. Hoppala. Die Jakobsstraße oder Jakobskirche? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was von beiden korrekt ist. Eins von beiden stimmt auf jeden Fall. Hier kann man auch nie drüber fahren als Busfahrer. Hier stehen immer Autos vorm Gericht. Ich sehe die Ampel nicht. Verdammte Kacke. Gibt's ja gar nicht. Aha. Der Rückwärtsgang möchte irgendwie nicht so, wie ich möchte. Ist aber auch erstmal nicht so schlimm. Komisch, dass ich alles höre, nur keine Fahrgäste. Na, vielleicht kriege ich das auch noch geregelt, dass wir die hören. Irgendwann schaffen wir das. Hier ist die Jakobskirche. Justizzentrum, genau. Hallo. Guten Tag. Ich kann ja mal nachschauen, wenn ich die Geräusche noch höher stelle. Ich mache mal auf 559. Ob wir dann was hören? Auch mal nachgucken muss, ist vielleicht, dass wir mehr KI-Fahrzeuge auf der Straße haben. Weil so ist es sehr ruhig. So ist Aachen gar nicht. Wenn Aachen immer so ruhig wäre, wäre das super. Es ist halt aber immer noch sehr schwer darzustellen, solche Sachen. Von daher verzeihe ich dem Spiel alles gerade. So, wir kommen jetzt an der Elsassstraße vorbei. Ein Gebiet, wo viele südländische Leute leben. Meist türkischer, arabischer Herkunft. Aber auch schön dargestellt. Also ist wirklich nicht schlecht gemacht. Der Bus, der hat so einen Bass, das ist unfassbar. Echt gut gemacht. Hier piept es jetzt gerade ein bisschen vor sich hin. Was das zu bedeuten hatte, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ist aber auch erstmal nicht so schlimm. Guten Tag. Ach, tschüss. Nächster Halt ist dann Bahnhof Rote Erde. Ist ein eher kleiner Bahnhof. Aber es sind natürlich nicht alle Bahnhöfe von Berg aus riesig, ne? Das muss man einfach mal dazu sagen. Und von da oben aus werden wir dann auch die Tour zurückfahren. Ja. Klar, dass ihr raus wollt. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Hier links sind die Arkaden. Die Arkaden noch nicht gesehen hat. Ja. Yep. Da ist so alles drin irgendwie. So. Wunderbar. Fahrplan ist in Ordnung. Ich würde sagen, wir nehmen natürlich den nächsten an. Und zwar fahren wir die nächste
Erste Haltestelle ist Bahnhof Rote Erde. Dafür müssen wir den Wendekreis fahren. Hier gibt es also eine Wendefahrt dafür. Auch nicht schlecht. Ich denke mal, das ist dann der Kreisverkehr da hinten. Hier ist eine Pfennigs-Tankstelle. Auch alles korrekt dargestellt, sehr schön. Ob das Hallo Pizza Werbeschild da noch ist, weiß ich nicht. Werbetafel gibt es auf jeden Fall. Die Hallo Pizza Filiale auf jeden Fall nicht mehr. Hier vor uns, also in diesem Bereich da, hier, wird jetzt alles komplett neu gebaut. Heißt, hier entstehen schon Häuser. Das ist alles hier noch nicht sichtbar. Hier sind schon Häuser entstanden. Entschuldigung. Ohne Ende sogar. So, die wollen nicht zu uns. Ich hab's mir gedacht. In den Kackkreisverkehr hier rein. Der ist natürlich total unpraktisch für uns. Muss aber jetzt genügen. Hier ist übrigens das Parkhaus. Naja, es hat gerade so geklappt. So, hier hat es auch alles gepasst. Wow, hoppla. Alle Achtung, was war das? So, die Fahrt nehmen wir natürlich an. Da warten wir noch ein bisschen. So, halten wir ganz kurz den Motor an. Zum Einfasten. Ich schaue nochmal ganz kurz in die Einstellungen nach, ob ich hier was finden kann. Ich drehe den Sound einfach noch was höher, würde ich sagen. So. Vielleicht funktioniert es dann noch besser. Wer weiß. Bin jetzt bei 650, Stereo-Effekte ganz hoch. Mal gucken. Bin gespannt. So, 5 Minuten haben wir noch gut. Die schenke ich uns jetzt. Zack. Eine Minute haben wir noch gut. Dann würde ich sagen, fahren wir schon mal los. Und jetzt geht's Richtung Uniklinikum. Und als erster Halt hier vorne der Bahnhof Rote Erde. Ich meine, mittlerweile haben wir die Geräusche auf Maximum 1000, habe ich jetzt mal eingestellt. Vielleicht haben wir dann Sound, aber ich glaube, es liegt nicht daran, es liegt daran. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Ich muss wirklich passen. Auf geht's. Elsassstraße. Wir fahren jetzt wieder das kurze Stück hier runter zur Elsassstraße. Oh, wir sind fast schnell. Wir können eigentlich langsam machen, aber irgendwie fahren wir zu schnell. So Leute, und wie es weitergeht hier im Eurotrucks, im OMSI 2 sehen wir im nächsten Part.
Bis dahin, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut.